Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zur FIBO 2024. Neben mir befindet sich mein Schwiegervater. Ich sag, verwechselt's immer mit Stiefvater. Stefan, der begleitet mich heute. Du bist das erste Mal auf der FIBO seit vielen Jahren Pause wieder? Ja, seit ca. 20 Jahren, würde ich mal sagen. Boah. Ja, ich war früher öfter in den 90ern hier und auch Anfang der 2000er, aber jetzt ist schon eine gute Zeit her. Ja, Stefan war damals auch Bodybuilder und sowas, deswegen hat er da viele Bezugspunkte. Wir haben hier direkt ein Hotel neben der Messe und haben nur wenige Meter darüber. Und für mich ist es das fünfte Mal auf der FIBO. Ich war letztes Jahr auch am Start und habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder in einer kleinen FIBO-Tour mit. Wir schlendern mal über die Messe. Ihr bekommt direkt ein paar Eindrücke für alle, die nicht da sind oder die vielleicht noch am Samstag oder am Sonntag kommen. Mich könnt ihr am Samstag von 13 bis 14 Uhr beim Gymkey-Stand finden und bis 12 Uhr bei MyProtein stand. Und dort gibt es auch einen fetten FIBO-Deal, denn aktuell könnt ihr 1 Kilo Whey für knapp 18 Euro schießen und auch Kreatin ist reduziert. Das gute Kreatin aus Deutschland, Creapure, insgesamt generell 55% auf alle Bestseller, auch auf Kreatin und 45% auf Clear Whey mit dem Code Franklin exklusiv zur FIBO. Sind auf jeden Fall dicke Rabatte und teilweise mit die günstigsten Preise in ganz Deutschland aktuell. Link zu MyProtein packt ihr natürlich in die Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rüber. Kölnmesse, das letzte Mal, als ich da war, war zur Gamescom. Was erwartest du dir, Stefan? Du hast wahrscheinlich ein paar Mal auf Social Media die letzten Jahre gesehen, oder? Ja, also eigentlich erwarte ich mir nichts Besonderes. Ich lasse mich überraschen, was es so Neues gibt, ob sie was getan hat in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen. Aber das Rad, glaube ich, kann man nicht mehr neu erfinden. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Ich glaube, damals war die FIBO noch ganz anders, so ohne Influencer und alles. Ja. Und jetzt ist es, glaube ich, viel lauter. Und ja, mal gucken. Kann gut sein. Ja. Pack mal's rauf. Ja. Wir betreten die heiligen Hallen der FIBO 2024, Leute. Die gute alte Halle 10.2, die obere von beiden. Hier ist normalerweise eigentlich immer so die Action gewesen. Aber ich glaube, dass dieses Jahr, muss man ganz ehrlich sagen, ESN und Moran, alle, die haben eine eigene Halle für sich, sehr viele Leute darüber ziehen werden. Und deswegen bin ich mal gespannt, wer jetzt hier so vertreten ist und was hier so abgeht. Ein ganz großer Stand, wo natürlich jedes Jahr immer auch viel los ist, ist der Smilodox und Neosub-Stand. Und direkt gegenüber ist Markus Rühl. Da ist die Schlange jetzt noch in etwa so lang, aber da könnt ihr euch an einem Samstag auf 5 Stunden oder noch mehr Wartezeit einstellen. Wir geben euch mal exklusive Einblicke in die Creator Lounge. Die ist dieses Jahr ultra groß. Bin ich gespannt. Ich würde sagen, schauen wir mal rein, oder? Vielleicht gibt es ja was zu essen sogar. Wow, Alter. Hier geht's rein. Es ist so eine Recovery Area von Blackroll. Digga, die haben ja dieses Jahr richtig einen rausgehauen hier. Also letztes Jahr war das so ein kleiner Raum. Ist überhaupt schon cool, dass es sowas gibt. Und jetzt, oh, kannst du das hier? Das ist ja sowas von maximal Premium. Sogar auch so richtig gesteigert. Hier so Kompressionsteile für die Beine. Das hier, wie bei Fortnite, Leute, ist das hier von allen Geräten so das Krasseste. Es gibt wahrscheinlich in Grün, in Blau, in Lila und die Endstufe ist dann in Gold. Ach du heilige Kacke. Das Gewicht ist auch aus Gold. Wow. Ah. Jawohl. Oh, noch einer. Digga, schaut die geil aus. Gym 80, saugeile Geräte, made in Germany. Und die Geräte kommen daher, wo damals die Messe war. Gym 80, die haben, glaube ich, in Essen haben die ihren Stützpunkt, ne? Ja, irgendwo hier in der Gegend, ja. Ja, du hast gesagt, du meinst sogar, das letzte Mal, als du auf der FIBO warst, war in Essen. Genau. Genau, ich war früher immer in Essen. Genau. Krass. Und hier gibt es drei Gerichte, Käsespätzle mit Blattspinat, gegrillte Hähnchenbrust und griechischer Salat. Schaut mal, wer hier ist. Der Kollege, der weiß, das ist so quasi die Begrüßung. Ich hab dich gerade unten schon gesehen. Ich hab gesagt, ich fordere dich heraus. Ja. Wie geht's, Junge? Mir geht's sehr gut. Selber? Ja, gut. Ich hab schon gesehen, du bist seit gestern schon da, ne? Ja, ich bin schon da, aber es ist noch entspannt hier. Was sagst du bis jetzt, dein erstes Fazit? Ich finde es wieder geiler als letztes Jahr tatsächlich. Also letztes Jahr war, glaube ich, so ein bisschen Flaute, noch mal ein bisschen durch Corona. Und jetzt ist vom Feeling wieder sehr, sehr nice, aber ich bin gespannt, wie morgen der Ansturm aussieht. Ja, Samstag wird auf jeden Fall eine Menge los sein. Ja, ich würde sagen, also für nächstes Jahr machen wir dann den Rückkampf, oder? Hier. Ich habe noch immer Knöchelprobleme, ne? Also das ist keine Ausrede, ich habe sowohl im linken als im rechten Finger noch immer Knöchelprobleme. Alter! So draufdrücke, tut das weh, ich kann auch mal nicht schlagen. Ey, das ist krass, also so Boxen ist wirklich... Ja, deine Hamsterbacken sind so massiv.
jetzt in den Knöchel aus. Ja, Digga, ja, das ist. Also auf Dauer ist das wirklich. Stell mal vor, du machst das so. Manche Leute, so Profis machen das ja so zweimal im Jahr oder so. Das, ja, ich kann das. Also ich finde das so krass. Das ist komplett heftig. Ja, geil. Welchen Stand müssen wir als nächstes besuchen? Wo war's denn schon? Wir sind gerade reingekommen und hergegangen. Du musst zum Bodyscan. Red mal Tacheles mit deinen Zuschauern. Wie viel Körperfett hast du? Boah, ich schätze mal 15%. Ja, dann lass mal den Bodyscanner raus. Mach das mal, das ist echt. Hast du, war bei dir mehr oder weniger, als du gedacht hast? Bei mir 15%. Okay, ich habe 30. Natürlich gibt es so wie jedes Jahr überall so Proben von verschiedenen Sachen, die man sich nehmen kann. Was haben wir hier? Easy Way Zero Schokolade, ja. Nehmen wir den mal. Also eine Sache sollte auf der FIBO nicht zu kurz kommen, und das ist der Protein-Intake. Schmeckt ganz gut. Oh, den Booster habe ich mir immer gekauft, als ich mit Fitness angefangen habe. Das ist so ein Hardcore-Booster. Und irgendwann habe ich mich gewundert, warum ich immer am Abend nicht mehr schlafen kann, wenn ich 300 Milligramm Koffein getrunken habe. Aber wenn man mit Fitness anfängt, hat man mit diesen Zahlen überhaupt keine Ahnung und kann das halt gar nicht einschätzen. Wir wollen natürlich auch ein paar Neuheiten probieren. Vegan, the softest candy-like bar you have ever tasted. Okay, Mike Thurston wirbt dafür unter anderem. Die Brand heißt Aqua. Which one do I have to try? Haselnuss, schauen wir mal, was das kann. Okay, ist wirklich super weich. Schmeckt schon fast so wie Marzipan. Ein so ein Riegel hat 10 Gramm Eiweiß. Das erklärt natürlich auch, warum die so gut schmecken. Okay, probieren wir mal. Also vom Geschmack her sind die sehr geil. Haben halt nur 10 Gramm Eiweiß, aber auch, ich glaube, nur 160, 170 Kalorien. Also ist okay, tatsächlich ganz lecker. Für Veganer kann man mal probieren. Ich frage mich immer, wie solche Marken überleben. Also Mutant habe ich noch nie von gehört. Ich glaube, das ist so ein ganz spezielles Publikum, was so im Hardcore-Bodybuilding zu Hause ist und wer sowas bestellt. Aber man sieht hier immer wieder auf der Messe so viele Firmen, die man selber noch nie gesehen hat. Aber die müssen ja irgendwie auch existieren und hier jedes Jahr sich einen Stand holen. Also irgendwo im Ausland dann. Und jedes Jahr am Start die gute alte deutsche Bundeswehr. Natürlich hat auch Teveo dieses Jahr wieder einen Stand. Das zweite Jahr in Folge. Und die haben eine eigene Supplement-Brand gelauncht, die heißt Fane. Probieren wir mal. Ist, glaube ich, ziemlich hochpreisig. Blutorange, habe ich gehört, soll so geil sein. Bin jetzt mal sehr gespannt. Ja, ich hatte das auf TikTok, so ein Review gesehen. Ich muss aber sagen, nach der Review hätte ich gedacht, das schmeckt besser. Also gut, kann man gut trinken. Ich weiß aber jetzt nicht im Kopf, wie teuer die sind. Mein Protein ist wahrscheinlich günstiger. Eine Brand, die ich auf jeden Fall mal teste, wenn ich hier bin, ist Ahead. Die haben ja also in meinem Kopf so gefühlt Y-Food so ersetzt mit so Trinkmahlzeiten. Meal, Drink, Ahead. Das habe ich dann bei vielen Streamern gesehen. Und dann sind die auch so in das Proteinriegel-Game abgetaucht und machen jetzt eigentlich fast schon so Supplements. Unter anderem gibt es hier jetzt auch natürlich Clearway Protein mit 25 Gramm Proportion. 25 Gramm Eiweiß, oder? Ein so ein Ding. Mindestens. Also dann bin ich ja schon bei 300, 400, 500 Gramm heute. Mm. Der Platz der Bizeps, ja genau. Ganz ehrliche Meinung, mittlerweile schmecken diese ganzen Clearways von allen Herstellern mehr oder weniger gleich. Also das ist wie bei Proteinpulver, da schmeckt man keinen riesigen Unterschied jetzt. Da erfindet niemand irgendwie das Rad neu. Ganz anders schaut es aber aus, wenn ihr zum Beispiel so Sachen wie Creapure, also Kreatin vom deutschen Hersteller Creapure kauft. Das ist bei jeder Brand der gleiche Rohstoff 1:1 und ihr kauft ihn nur zu unterschiedlichen Preisen. Also es ist völlig egal, ob ihr das bei ESN, MyProtein oder wem auch immer kauft. Aber jetzt macht es halt bei MyProtein gerade am meisten Sinn. Diese unterdrückte Werbung. Welchen Proteinriegel würdest du mir empfehlen? Magst du Kokos? Ja, ich mag alles. Hauptsache, so, was ist so der Bestseller bei euch? Der Bestseller ist der Hazelnut Nougat. Den habe ich gerade nicht aufgeschnitten. Magst du den probieren? Ich würde ihn lieben gern probieren, ne? Das ist wie so eine abgesprochene schlechte Werbung. So. Nein, das ist alles geplant. Okay, Leute, so, also wir haben hier einen Riegel. 12 Gramm Eiweiß und 177 Kalorien, glaube ich. Wow, der schmeckt wie eine Süßigkeit, 1:1, also Geschmack. Für einen Proteinriegel würde ich eine 10 von 10 geben, top. Die sagen selber, die sind nicht so quasi in diesem Supplement-Game drin oder für diese Fitness-Zielgruppe, sondern eher normalos und wollen denen halt Sachen anbieten, die ein bisschen gesünder sind mit weniger Zucker. Cool, auch mal abgecheckt. Für sowas ist eine Messe da, um solche Sachen kennenzulernen. Und wenn ihr den süßen Mann hier kennenlernen wollt, servus. Moin, moin, moin. Levi ist dazu gestoßen. So Leute, jetzt habe ich mich hier gerade noch richtig verquatscht am Gymkey-Stand. Da werdet ihr mich am Samstag finden, gemeinsam mit Sascha. Ihr könnt ja unter anderem auch so Challenges machen, wie hier so eine Hang-Challenge. Da werde ich mich morgen mal probieren. Was ist der Rekord? Der Rekord liegt bei 143 Sekunden. Alter, das sind über 2 Minuten. Gestört.
Wer schafft das, Alter? Oh, doch, ich glaube, du könntest echt eine Menge schaffen. Willst du jetzt einmal vorlegen? Morgen? Einmal Hängen-Challenge von dir würde mich interessieren. Oder jetzt? Lieber morgen. Lieber morgen, okay. Aber ich calle, Stefan, der packt richtig, richtig viel. Also locker über 100 Sekunden. Und schaut mal, wen wir hier getroffen haben, auch auf der FIBO. Was machst du hier? Ich bin ganz spontan hergekommen. Wir wollten heute eigentlich ein anderes Video drehen. Und dann dachte ich mir, wie schmeckt wohl FIBO-Essen oder Sportessen für Leute, die überhaupt nichts mit Sport zu tun haben. Und deshalb bin ich gekommen und teste mich hier durch. Ich habe ihn gerade schon zum Headstand geschickt, wo wir vorhin waren. Da kann er gerne mal probieren. Also ich glaube, gerade für so Geschmackssachen sind die ganz gut. Oh ja. Und ich hätte nicht mal von denen gesponsert oder so. Also in dem Sinne. Ja, geil. Und viel Spaß. Und wir haben schon abgemacht. Ich habe mich gerade in eine 30.000 Kalorien-Challenge bei dir mit reingeredet. Yes, eine gemeinsame. Das wird auf jeden Fall krass. Wir packen gemeinsam an und schlagen diese absolut irre Zahl. Ich glaube, das wird verrückt. Safe, Digga. Bei mir auf dem Hauptkanal werdet ihr es noch sehen. Die nächsten Tage kommt es online. Ich werde mich dieses Jahr auch alleine an der 25.000 Kalorien-Challenge probieren, aber erst Ende des Jahres. Und da trainiere ich gerade quasi fleißig dafür. Ich habe vorgestern wie der fetteste Mensch der Welt gegessen mit 600 Kilo Körpergewicht. Kannst du dir nicht vorstellen, was da alles verdrückt wurde, wirklich. Das ist sehr, sehr eklig gewesen. Ist schon online? Kommt online in 2 Wochen, ne? Okay, geil, weil das will ich auch sehen. Das sieht heftig. Das klingt heftig. Ja, geil. Aber das ist halt so ein Ding, man kann auf der FIBO trifft man alle möglichen Influencer. Nicht nur Fitness-Influencer, auch Food-Influencer. Und das Gefühl, ich war ja auch schon auf der Anuga ein, zweimal, auf der Lebensmittelmesse. Ich wurde hier so viel häufiger erkannt und nach Fotos gefragt oder so, als auf der Anuga. Weil das hier ist so eine, ich habe das Gefühl, das ist fast schon so eine Internetmesse, so ein bisschen, so, weißt du? Ja, das stimmt, das ist wie auf der Gamescom so ein bisschen. Ja, so eine Community-Messe, ja. So, ja. Geil, alright, wir haben uns verabredet. Demnächst jetzt auch wieder Videos von uns und schaut gerne bei Max' Video vorbei, was dann auch online kommt. Wann kommt dein Video? Am Sonntag. Sonntag, Video auf Max' seinen Kanal abchecken. Es ist schon krass, wie ein Mann so eine Treppe prägen kann. Jetzt sind wir hier in einer Halle, wo Geräte ausgestellt werden. Und ich habe gerade schon gesagt, das ist jetzt wie Balsam für die Seele, wenn man von diesem Lärm von den anderen Hallen kommt, wo echt Musik ohne Ende ist. Also das Eisen erdet so. Ja, das ist wirklich kann so. Kann man buchstäblich so sehen. Gut gesagt. Ganz eine andere Energie hier im Raum. Also es würde den anderen Hallen nicht schlecht tun, wenn es da ein bisschen leiser wäre. Und nicht man so laut sieht Musik. Auch viel Equipment für Home-Gyms. Mittlerweile jeder Hersteller macht irgendwelche Racks und Multifunktionsgeräte für zu Hause. Was ist jetzt dein erster Eindruck? Jetzt sind wir ungefähr seit 2 Stunden auf der Messe, seit 2,5. Fühlt sich eigentlich gut an. Im Grunde genommen sind es lauter fitnessbegeisterte Leute. Da hatte ich jetzt, glaube ich, gerade jemand erkannt. Für dich ist es auch das erste Mal auf der FIBO als Influencer. Mit 700.000 Followern auf Instagram sind schon die ein oder anderen Leute, die dich auch erkennen. Ja, kann gut sein. Kann gut sein, ja. Wobei ich heute auf Instagram natürlich öfter mal weniger anhabe wie heute. Nee, aber es ist vor allen Dingen hier die Geräte und so und auch dieses funktionelle Equipment, also Kettlebells, Medizinbälle, all das. Das macht einen guten Eindruck und ich bin schon gespannt, was man noch alles Neues entdecken wird. Das wollte ich schon immer mal testen. Das ist so, glaube ich, so ein Ding, was man sich daheim mit wenig Platz aufbauen kann. Und dann legst du dich da rein und machst jetzt hier Bankdrücken, oder? Kann das was? Boah, ist halt super wackelig, ne? Und hier unten ist gar keine Belastung mehr. Null. Aber ihr seht da, boah, kann man da Gewicht einstellen? Ja, ja. Kannst du das Gewicht einstellen? Stefan hat mir jetzt ein schwereres Gewicht eingestellt. Was ist das? 45 Kilo, oder? Das sollte ja easy gehen. Ach du Scheiße, Digga. Never ever sind das 45 Kilo. Never. Das fühlt sich an wie 90 oder 100. Aber super wackelig. Boah, da verletzt du dich echt fast. Okay, jetzt ist scheiße schwer. Fast das Höchste genommen. Ja, brutal. Also das, vielleicht muss man irgendwie, lief da irgendwas, ist glaube ich ein italienischer Hersteller oder ein chinesischer. Ich glaube, da lief irgendwas mit der Übersetzung ins Gewicht falsch, weil das sind keine 45 Kilo. Oder es ist einfach so eine Skala quasi. Ja. Ja, funktioniert, aber mein Ding wäre es jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wenn man merkt, wie wackelig das ist. Aber für sowas ist die Messe auch da. Kann man neue Sachen probieren, neue Geräte. Schau mal, was es noch so gibt. Like this? Yes. Okay. Quicker? Yes. Okay. This was too quick. Da könnte man auch, zack. For boxing, yeah. Very nice, thank you very much. Thank you. Ich zeig dir jetzt mal kurz, wie dieses Gerät hier funktioniert, okay? Okay, good. Also, was du nicht weißt, also ich versuche dir jetzt mal Fitness zu erklären, okay? Viele denken, dass das hier eigentlich eine Beinpresse ist. Ja. Aber das stimmt nicht. Dieses Gerät ist besonders bei Frauen beliebt, die eine Geburt planen. Das wird quasi... Das stimmt. Kannst du hier
die Position üben und dann hältst du das Ganze. Sehr einsetzbar. Wie lange dauert so eine durchschnittliche Geburt? 5 Stunden, glaube ich, gell? So. Wenn's blöd läuft. Ah, gut, ich halte nur 30 Sekunden durch. Boah, das überlasse ich lieber den Frauen. Unglaublich. Aber du sagst, das ist eine geile Beinpresse hier eigentlich, früher, gell? Ja. Ich bin schon lange nicht mehr gesehen. Viel zu weit oben. Alter, aber diesmal musst du erst mal verstehen, wie die funktioniert hier. Mehr rein. Ich glaube, du musst wirklich so weit unten sein, gell, dass du hier... Ja. Und dann, die geht ja mehr auf den Quad, weil die so nach vorne gekippt ist. Ja, je nachdem, wie du die positionierst. Ja. Oh, okay. Geht ja gut ja, auf die Adduktoren, wenn du ein bisschen weiter gehst. Oh. Leute, ich glaube, ich bin seit 10 Jahren im Fitnessstudio und wenn ich jetzt das Gerät im Gym sehen würde, hätte ich auch keine Ahnung, wie ich das bediene. Es ist ganz normal, dass man auch mal ins Gym geht und nicht weiß, wie eine Maschine funktioniert. Und es ist auch okay, dass man mal irgendwas falsch macht oder so. Deswegen, ich weiß, manche Menschen da draußen haben vielleicht sogar Angst, ins Gym zu gehen und irgendwas falsch zu machen, Fehler zu machen. Das passiert aber jedem. Du trainierst ja noch viel länger und wahrscheinlich passiert es ja auch mal, dass du an einem Gerät bist und dir denkst, ja, wahrscheinlich also selten. Meine Erfahrung ist die, dass es wieder Maschinen gibt, die es früher schon gab, in den 80ern, die nicht mehr gebaut wurden, die jetzt wieder neu aufgelegt werden, wie die zum Beispiel oder wie so eine Pullover-Maschine, was eigentlich mit die beste ist für die Rückenentwicklung aus meiner Sicht. Die ist da vorne, Pullover, ja? Ja, genau, die können wir mal testen. Ja, Gym 80 übrigens generell gestört geiler Gerätehersteller. Also jetzt haben wir hier auch die PureCraft-Ausstattung, das ist so der Bentley unter den Geräten. Die sind schon richtig, richtig sick gemacht. Schau mal, hier haben wir eine Überzugmaschine. Stefan Jens am Überzüge machen mit dem Hemd. Die erste war von Nautilus. Brutal. Spürst halt wirklich super diese Bewegung, weil die Arme komplett außen vor sind und du drückst mit den Ellbogen und damit aktivierst natürlich top dein Latissimus. Sehr schön. Oh. Cool. Kannst du nicht mehr? Ich hab mir gedacht, du sitzt hier hinten drauf. Ich wieg doch ein bisschen mehr. Hier sehen Sie die Endstufe der Fortnite-Geräte. Gold, 200 Kilo, die schwerste Hantel der Welt. Darf man aber nicht hochheben, wenn man sich sonst verletzt. Aber ernsthaft, ich habe schon gesagt, kennt ihr diese Thumbnails, so, wo so Leute so getrennt sind? Ich habe in einem 1 Dollar versus 1 Million Dollar Gym trainiert. Und bei 1 Million machen die immer alles so Gold, das ist dann sowas. Also ich kann euch jetzt schon mal von mir so ein kleines Fazit geben. Ich muss sagen, mir fällt auf, dass gefühlt mehr los ist als letztes Jahr. Und ich war letztes Jahr schon überrascht, wie viel los ist. Ich bin gespannt, wie morgen wird. Ich werde da auf jeden Fall auch einen Vlog drehen, weil ihr seht wirklich überall Leute. Wir haben jetzt 17 Uhr am Nachmittag, am Freitag, Fachbesuchertag. Also, und hier sind überall Leute, selbst bei den Geräteherstellern. Ich glaube, das Wochenende wird wild, Alter. Aber es freut mich, Mann. Die FIBO kriegt so ein richtiges Super-Revival. Eine Halle fehlt mir jetzt noch. Und dafür bin ich jetzt hierher gegangen. ESN Mondo Ace. Halle 3.2, man denkt erstmal, man ist komplett falsch, weil hier noch nie irgendwas auf der FIBO war. Also die Halle war immer ungenutzt, glaube ich. Krass. Ist es dieser legendäre Protein-Eis-Café, von dem immer alle werben? Ich bin sehr gespannt, okay, dankeschön. Leute, das ist das Ding, was ich immer hate, weil ich sage, entweder Kaffee oder Proteinshake. Und jetzt probiere ich es mal und es ist... Ganz ehrlich, ich finde es richtig, richtig pappsüß. Also es ist mir viel zu süß, aber es hat tatsächlich noch ein bisschen diesen Kaffeegeschmack. Also das muss man lassen. Ich weiß nicht, was für Nährwerte das hat. Mein Ding wäre es nicht, aber es hat mehr Kaffeegeschmack als gedacht. Also ich verstehe es immer noch nicht, aber wer es mag, der kann es ja trinken. Okay, also das muss man jetzt wirklich mal sagen, Alter. Das ist gestört, was die hier auf die Beine gestellt haben. Einfach hier so ein, wie so ein Vergnügungspark, wie so ein Dorf aufgestellt. Hier drüben auch irgendwie so ein Athletencamp. Ich glaube, das hat es auf der FIBO noch nie gegeben, dass so 3 Brands die ganze Halle haben und sowas hier auf die Beine stellen. Also auch von der Kreativität her, vom Design, wie das gemacht wurde. Mies, mies, mies Respekt. Auch Jan, einer der Mitgründer von Oase und so, den kenne ich, seitdem er auf Social Media noch deutlich kleiner war und bevor er Oase überhaupt hatte. Servus. Und was die auch hier auf die Beine gestellt haben, also das muss man einfach mal so... anerkennen, ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Und ich finde es cool, dass so quasi die Fitness-Community noch mal mehr an einem Ort zusammenkommt und das nicht so auseinander zerrissen ist, dass jeder wieder sein eigenes Ding macht. Und hier kann man sich dann zum Zahlen anstellen. Also
Alter, das sind einfach 28 Kassen. Da wird richtig Para gemacht morgen. Wir haben 18 Uhr, die FIBO macht zu. Wir fahren jetzt 4 Stunden auf der Messe und wir haben nicht mal alle Hallen gesehen. Stefan, was meinst du, wie viel Zeit braucht man, wenn man wirklich mal die Messe sehen will? Ja, ich denke, einen ganzen Tag brauchst du auf alle Fälle, wenn du wirklich gezielt jeden Stand, jede Halle und das, was dich interessiert, wirklich, wenn du das dir anschauen möchtest. Ja, wir haben uns irgendwie an 2 Ständen nur kurz ein bisschen gequatscht und zack, sind 4 Stunden rum. Also ich habe das Gefühl, FIBO war noch nie so groß wie jetzt. Es hat sich seit den letzten Jahren nicht mehr so viel gelohnt, ein Ticket zu kaufen, um jetzt hinzugehen, weil es ist so viel geboten. Man kann sich so viele Sachen anschauen. Also ich glaube, das Wochenende wird richtig voll. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde morgen auch einen kleinen Vlog drehen für euch und euch da wieder mitnehmen. In dem Sinne verabschiede ich mich von ein paar kurzen FIBO-Eindrücken. Ich wollte eigentlich viel mehr essen auf der Messe, aber wir haben dafür einfach nicht die Zeit gefunden. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auf der FIBO wart seid dieses Jahr, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schaut gerne bei MyProtein mit dem Code Franklin vorbei und gönnt euch 55% auf Bestseller anlässlich der FIBO und 45% auf Clearway. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Ciao.